Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Kamera, Zubehör, Technik. Ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, wie immer diese Schwenks über bestimmte Produkte, wie das halt funktioniert. Ob derjenige einfach nur eine sehr ruhige Hand hat und dann die Kamera von links nach rechts bewegt? Natürlich nicht. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und eine ist hier vor mir aufgebaut. Ihr seht jetzt überhaupt auch viel mehr von mir. Ich musste meine Kamera so weit wegstellen, also noch weiter geht's gar nicht. Also noch ein größeres Produkt kann ich nicht vorstellen. Dann wäre aber auch mein Tisch zu klein. Ich habe hier einen Kameraslider mit 1,20 Meter Länge bzw. Breite. Gibt es aber auch noch als 80 cm Variante. Wäre hier auch besser gewesen, hätte ich besser vorstellen können. Das Ding ist wirklich ein bisschen sehr groß. Wurde mir aber hier vom Hersteller so gestellt, deshalb will ich mich an der Stelle nicht beschweren. Das habe ich schon mal aufgebaut. Ja, deshalb steigen wir jetzt auch mal so direkt ein. Was mal auch um gleich zu verdeutlichen, wofür ist das Ding eigentlich gedacht? Man kann nicht nur so nice Produktschwenks machen, also dass man so ganz langsam, Slow-Motion-mäßig an ein Produkt vorüberfährt mit der Kamera und das dann halt so filmt. Diese Filmtechnik wird ja in vielen Produktpräsentationen verwendet. Das ist mir dann mal alles so Hochglanz, YouTube und so, und deshalb verzichte ich in der Regel drauf. Außerdem ist es doch recht aufwendig, wie ich auch schon jetzt feststellen musste. Ja, ich schalte das gute Stück an. Ich habe jetzt hier eine Fernbedienung, Kabel gebunden. Warum? Weil das Ganze nämlich auch für unterwegs gedacht ist. Also jetzt nicht nur für den Studiobetrieb, sondern es ist auch gleich für den mobilen Betrieb hier mitgedacht, dieser Kameraslider. Und ich verlinke euch das auch zu Amazon. Die 120er Variante, also 120er Breite, gibt es eine Gutscheinaktion im Moment. Da sind wir noch bei 450 Euro und die 80er kostet 390. Hersteller ist GVM, das heißt ein Great Video Maker. Ich schalte es mal an. Das geht jetzt hier über meine Fernbedienung. Kabel gebunden. Weil hier ein fetter Akkupack mit dabei ist. 7,2 Volt, 4700 mAh war es, glaube ich. Und versucht jetzt meinen Slider mit Energie. Halt dann auch unterwegs, was recht praktisch ist. Das Kabel hat eine großzügige Länge, gibt mir also schon so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Und hier auf der Rückseite ist dann ein Kippschalter. Ich kann das Ganze also auch mechanisch abschalten. Ganz kurz gezuckt, ist jetzt zugeschalten. Und jetzt habe ich auch hier mein Display. Ihr könnt sehen, wir gehen auf Videoshot, manuellen Modus. Und dann geht es auch schon los. Wir haben dabei eine Start-Stopp-Verzögerung, damit das Ganze ein bisschen smooth ist, also nicht so abgehakt. Das heißt, beim Starten, seht ihr, wenn ich loslasse, immer ganz, ganz sanft. Immer eine schöne Start-Stopp-Verzögerung, so wie beim Akkubohrer, damit es keine ruckartigen Bewegungen gibt und alles ganz, ganz sanft ist und das Bild nicht wackelt. Und außerdem seht ihr, dass wir so eine Art Tracking-Modus haben. Es gibt verschiedene Modi. Ich bin jetzt im Tracking-Modus. Das sind zwei Stellschrauben, wo man das einstellt. Und jetzt würde ich jetzt, so wie ich jetzt mit euch rede, macht natürlich ein Tracking-Modus am meisten Sinn. Wobei das nicht optimal eingestellt ist. Stelle mich jetzt hier mittig. So, und jetzt fahren wir mal ganz nach links. Von mir aus gesehen nach links. Und ihr seht, der behält mich im Blick, Baby. Der behält mich im Blick. Fahre ich ganz rüber. Und jetzt kann ich halt mit 120 cm. Also von der Mitte 60 cm nach links und 60 cm von rechts. Ich kann auch die Geschwindigkeit einstellen. Ich bin im Moment bei 100% und wem das zu viel ist, der kann das dann in 1% Schritten auch runterregeln. Nicht schlecht, oder? Und mit links und rechts fahre ich also hier den Slider hin und her bzw. die Kamera. Und jetzt drücke ich einfach nach unten. Und ihr seht vielleicht, oder ihr seht es nicht, dass jetzt die Prozente purzeln. Wir sehen es bei 29% maximaler Geschwindigkeit. Wir haben immer noch eine Start-Stopp-Verzögerung. Und nun ist das leider wesentlich langsamer. Außerdem sind die Motorgeräusche, die ohnehin wirklich schon sehr, sehr leise sind, die werden jetzt nochmal zusätzlich gedämpft. Das Ganze ist jetzt noch leiser. Ich habe jetzt jeweils am Ende der Schiene eine rote Schraube. Und je nachdem, wie ich die einstelle, kann ich den Modus wechseln. Tracking-Modus. Panorama-Modus, dann ist die Kamera also nach außen und schwenkt dann so. Das heißt, ich kann ein möglichst breites Bild aufnehmen. Oder aber die Kamera schaut einfach geradeaus. Das kann ich euch auch noch mal kurz präsentieren, wie das jetzt eingestellt wird. Für diejenigen, die jetzt einfach das als kleines Tutorial sehen. Ich habe also hier links eine Schraube. Und wir sehen schon, ich hoffe, ihr seht, wie die Kamera sich jetzt mitbewegt. Die dreht sich jetzt. So. Die Kamera ist jetzt ganz nach außen gezeigt. Das ist jetzt also der zweite Modus. Okay, wir sind jetzt noch bei 29%. Ich gehe jetzt mit der Geschwindigkeit mal wieder nach oben. Das Ganze jetzt hier nicht ewig dauert. Aber ihr habt ja gesehen, wie langsam das schon mit 29% ist. Jetzt fahre ich ganz nach rechts. Ich habe den Start-Stopp-Punkt nicht eingestellt. Das heißt, im Moment würde die Kamera einfach bis zum Ende der Stange fahren. Und danach kommen ganz komische Geräusche aus dem Getriebe. Das würde ich also hier lieber so nicht machen, außer natürlich man ist übelst Pro, so wie ich gerade. Ansonsten Start-Stopp-Punkte einstellen, dass man also dem Slider ganz genau sagt, okay, du sollst nur maximal von hier bis hierher fahren. Mehr nicht brauche ich jetzt für mein Projekt. Oder du sollst eben die gesamte Breite des Sliders verwenden, von ganz rechts nach ganz links. Kann ich euch nachher mal ganz kurz zeigen, wie man die Start-Stopp-Punkte setzt. Ist im Prinzip total einfach. Haben wir jetzt nicht gemacht, das brauchen wir dann auch für den Automatikmodus. Also wir sind im Panorama-Modus und wir fahren jetzt mal die Strecke wieder zurück. Wir sind jetzt bei 100%. Der hat auch dann eine Anzeige.
von wohin bis wohin er fährt. BA fährt er jetzt, danach AB, damit man das so einigermaßen festmachen kann. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einfach mal die volle Panoramabreite des Sliders hier zur Verfügung. Da dreht die Kamera jetzt eben in exakt eine entgegengesetzte Richtung. Okay, in der dritte Modus habe ich jetzt mal eingestellt, also die Schrauben dann jeweils jetzt mittig. Und wenn ich den jetzt nach links fahren lasse, von euch gesehen nach links, dann bewegt sich die Kamera jetzt gar nicht. Ah, ich habe die jetzt nicht 100% mittig eingestellt. Dreht die Kamera jetzt noch ganz leicht, aber wirklich nur minimal. Und damit haben wir die drei Modi und damit wisst ihr jetzt, wofür das hier auch gedacht ist, dieser Slider. Wir haben hier einen Kugelkopf, wir haben die Standardkameraaufnahme, ist also dann auch mit jeder Standardkamera kompatibel. Wir bekommen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir bekommen diese Taschen hier noch dazu. Da können wir den gesamten Slider reintun. Ist natürlich demzufolge auch ziemlich groß, aber auch das Zubehör ist da auch Platz dafür drin. Der Kugelkopf, der lässt sich hier natürlich dann abnehmen. Da ist dann noch auch eine Aufnahme für den Kugelkopf. Wir können aber auch die Kamera direkt in die Aufnahme stecken. Schön. Ich habe jetzt mal meine Kamera aus dem Slider rausgenommen, damit ich euch den Slider auch mal wirklich in einer Aufnahme zeigen kann. Die Führungsschienen, die sind aus Carbon. Ansonsten haben wir leichtes Aluminium. Da rechts ist die rote Stellschraube, die ich meinte, die ist jetzt mittig. Ansonsten eben nach oben oder nach unten für Panorama- oder Tracking-Modus. Rechts ist der Motor mit den Anschluss und das geht dann hier direkt in meine Fernbedienung. Hier ist dann der fette Akku auf der Rückseite, da gibt es dann auch noch ein entsprechendes Ladegerät dafür. Hier die Fernbedienung hat aber auch nochmal einen Anschluss, einen Stromanschluss. Ein entsprechendes Netzteil liegt allerdings nicht bei. Hier also erstmal vom Auslieferungszustand her nur Akkubetrieb möglich. Daneben ist noch der Charteranschluss, auch ganz interessant. Bekommen wir eine ganze Reihe von Kabel für verschiedene Kameras, weil jede Kamera hat ja immer so einen Spezialanschluss. Und da können wir die Kamera dann steuern für den Timelapse-Mode. Das ist offensichtlich nicht der Timelapse-Mode, den ich so kenne, also ein Video-Timelapse-Mode, sondern ein Foto-Timelapse-Mode. Kann ich ein Intervall einstellen? Timelapse, Stop-Time, Fotos 1000 in dem Falle, Lupen nein. Und da fährt er einfach dann in festgelegten Intervallen, fährt der Slider automatisch ein kleines Stück, bleibt stehen für 3 Sekunden, macht dann Fotos, da braucht ihr aber eben das Kabel. Eure Kamera muss es dann unterstützen, Fernbedienung, dann werden Fotos gemacht und die Kamera fährt dann wieder ein Stück weiter, bleibt wieder stehen, macht wieder Fotos, fährt wieder ein Stück weiter, bleibt wieder stehen. Ich denke mal, ihr kennt das Spiel. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, komme ich wieder zurück. Videoshot, wir hatten jetzt bisher den manuellen Modus, jetzt kann ich einfach nach links und rechts fahren, die Geschwindigkeit einstellen, Direction eben BA oder AB. Und wenn ich wieder gedrückt halte, komme ich wieder zurück. Videoshot haben wir noch den automatischen Modus. Wie erwähnt, der fährt einfach von links nach rechts, von rechts nach links. Dafür muss ich dann allerdings hier in Settings Start und Ende festlegen. Ich sage jetzt Start festlegen, da fahre ich dann jetzt eben nach ganz rechts. Hab bestätigt, das ist jetzt der Startpunkt. Jetzt wieder gedrückt halten, Set End. So, und jetzt fahren wir wieder zurück. Ich drücke einfach die Taste, der fährt jetzt automatisch. Und jetzt schön den Zeitpunkt abpassen. Okay, perfekt. Ich habe jetzt einfach bestätigt, als er ganz rechts war. Und jetzt ist das Ende gesetzt. Wir halten wieder gedrückt. Halten wieder gedrückt. Ja, die Sprache können wir leider nur einstellen. Englisch und Chinesisch. Ihr habt es ja bestimmt gerade gesehen. So, im Auto-Mode fährt er dann in die Richtung, die ich ihn angebe. Entweder von B nach A oder von A nach B. Sobald er den Stopppunkt erreicht hat, bleibt er stehen, bis ich ihm dann wieder einen Befehl gebe. Aber er fährt dann immer automatisch halt zum Stopppunkt. Und wenn ich dann den Loop-Modus auswähle, fährt er dann automatisch wieder zurück. Um das Ganze besser einstellen zu können, wir sehen, da sind allerlei Wasserwagen mit dabei. Und es gibt auch allerlei Einstellungsmöglichkeiten, also um den zu kippen, zu neigen. Kugelkopf haben wir ja wie erwähnt auch, also das ist hier in alle Richtungen beweglich und feststellbar und man ist halt ziemlich variabel dabei. Alle vier Füße sind ebenfalls nochmal individuell einstellbar in der Höhe. Da können wir also auch schon vorher Neigungskorrekturen vornehmen. Schön, ich denke, damit haben wir alles. Also so macht man Produktaufnahmen, so macht man Panoramaaufnahmen oder man kann ja auch nice Porträtaufnahmen damit machen. Ich habe den jetzt hier im Autoloop-Modus. Ich fährt jetzt also hin und her und ich gebe ihnen andere Befehle. Recht gut verarbeitet, das Gewicht, es geht klar auf jeden Fall dafür, dass es so groß ist. Und ja, Kompatibilität müsst ihr halt mal schauen. Wie gesagt, es sind jede Menge Kabel dabei, wenn man das halt so nutzen möchte. Ich denke mal, die meisten werden das machen, um halt so nice Videoshots von irgendwelchen Produkten zu machen oder vielleicht von sich selbst, je nachdem wie narzisstisch man ist. Also bei mir geht es so klar. Ich denke, ich werde ein paar Endlosaufnahmen von mir machen und die dann für immer archivieren. Yeah. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ganz billig ist es natürlich nicht. Ist dann eher für den professionellen Einsatz natürlich. Es gibt auch günstigere Lösungen. Bis hin, dass man sowas natürlich auch mit einem Stativ machen kann. Wenn man eine ruhige Hand hat, das habe ich mal früher gemacht. Aber ist natürlich ganz schön aufwendig. Man ist sehr eingeschränkt, was den Winkel angeht. Na komm, fahr wieder zurück, meiner. Yeah. Da kommt er auch schon angerast.
Ich habe den jetzt auf 72% Geschwindigkeit. Dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, euer dahinslidender Moschus. Yeah, gib Gas. Ciao.